Wissen wollte ich noch vorhin genommen, ja. Ja, okay. Ja, ja. Die Frage nochmal machen. Das ist also stundenlang, möchte ich nicht machen. Heute beantworten wir Vortragende aus dem Studiengang High-Tech Manufacturing die im Internet am häufigsten gesuchten Fragen. Erwarten mich im Masterstudium High-Tech Manufacturing Inhalte, die nahe an der beruflichen Praxis sind? Diese Frage kann man mit einem ganz klaren Ja beantworten. Also das ist sozusagen unser Geschäft als Fachhochschule, dass die Inhalte, die wir bearbeiten, einen hohen Praxisbezug haben sollen. Und unsere Inhalte, mit denen wir uns besonders beschäftigen, sind klarerweise technischer Natur. Themen wie Werkstoffe, Fertigungstechniken, Mechatronik, aber auch Simulationen. Auf der anderen Seite aber auch wirtschaftliche Themen und Management-Themen. Können Absolventinnen des Masterstudiums Hightech Manufacturing schnell einen Job finden? Ja, unsere Ausbildung ist sehr breit aufgestellt. Das heißt, wenn Sie sich für diverse Dinge interessieren, dann haben Sie wirklich gute Chancen, schnell einen Job zu finden und auch hier in Ihren Aufgabenbereichen das anwenden zu können, was Sie bei uns gelernt haben. Lerne ich im Masterstudium Hightech Manufacturing 3D-Drucker anzufertigen? Ja, also die additive Fertigung, das wäre der technische Fachbegriff für 3D-Drucker, die ist ein sehr großer Schwerpunkt. Wir haben einige Lehrveranstaltungen, die sich damit beschäftigen. Beginnt natürlich mit der Theorie, mit einzelnen Prozessen, Materialien, verschiedene Verfahren und Anlagen, die Vorteile, Nachteile, Potenziale, wofür kann man jetzt was einsetzen, wie kann man das optimal nutzen. Wir sind gerade dabei, ein Labor einzurichten, indem wir über 20 verschiedene 3D-Drucker oder additive Fertigungsanlagen haben. Das wird demnächst eröffnet und die Studierenden lernen dann wirklich dort in praktischen Übungen eigene 3D-Drucker anzufertigen. Kann ich während des Masterstudiums HTM in Forschungsprojekten mitarbeiten? Ja, Sie können einerseits in Forschungsprojekten mitarbeiten, Sie können auch sehr gerne in Studierendenprojekten mitarbeiten. Also bei den Studierendenprojekten gibt es bei uns verschiedene Teams hier an der FH, zum Beispiel das Oscar Racing Team, wo Sie ein Rennauto bauen, zusammen mit anderen Studierenden aus verschiedenen Studienrichtungen. Dann haben wir das RescueBots-Team, wo es darum geht, einen Rettungsroboter zu bauen, und seit kürzerer Zeit auch ein Cosmic Coaster-Team, die versuchen, eine Rakete zu bauen und dann schließlich und endlich auch abzuschießen. Können Absolventinnen des Masterstudiums Hightech Manufacturing mit einem guten Einstiegsgehalt rechnen? Naja, das Einstiegsgehalt richtet sich nach dem Gehaltsschema des Unternehmens. Wenn Sie gute Leistungen vorweisen, dann können Sie mit einem guten Einstiegsgehalt rechnen. Momentan zahlen die Unternehmen sehr gut für Masterabsolventen und Absolventinnen in technischen Bereichen. Muss ich im Masterstudium Hightech Manufacturing immer in Präsenz anwesend sein? Und hier an der FH und speziell in unserem Studiengang ist uns der persönliche Kontakt zu den Studierenden sehr wichtig. Deshalb schauen wir darauf, dass das meist natürlich in Präsenz stattfindet. Teilweise sind Lehrveranstaltungen auch online und ja, es gibt auch einige Übungen, zum Beispiel Projektarbeiten, wo Prototypen zu konstruieren und anzufertigen sind, was die Studierenden dann teilweise auch daheim und in der Werkstatt und im Labor machen können. Ich möchte mich recht herzlich bei Ihnen bedanken für Ihr Interesse am Masterstudiengang Hightech Manufacturing. Ich hoffe, ich habe Ihnen die wichtigsten Fragen beantworten können. Und ich würde mich freuen, Sie persönlich im Studium kennenzulernen.